Schönen guten Morgen, mein Name ist Karim und heute seht ihr mich mal nicht total aufgestylt vor meinem unglaublich geilen Motorrad, sondern ich befinde mich hier gerade nach meiner ersten Laufrunde in Roses. Bin hier schön eine Runde am Meer entlang gelaufen. Das geht hier super, tolle Laufpromenade hier. Und jetzt geht es dann aber auch zurück ins Hotel. Dann müssen die Maschinen gesattelt werden und gefrühstückt und dann geht es dann auch schon gleich los zum Kap Creus, denn dort am Leuchtturm beginnt der ACT Pyrenäen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Bis dann. Auf dieser Reise begleitet mich kein geringerer als der Wolf von Bike & Tour. Ich denke, jedem, der im deutschsprachigen Raum unterwegs ist und nach Motorradreifentests oder Motorradvideotests sucht, der kann nur zwangsläufig über ihn stolpern. Er hat weit über 35.000 Abonnenten auf YouTube und mittlerweile knapp 600 Videos bereits hervorgebracht. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung und Energie, die er dort bereits hineingesteckt hat. Gemeinsam geht es für uns nun auf den ACT Pyrenäen. Für die lange Anfahrt von über 1000 Kilometer ist es klar, dass wir noch den ein oder anderen Schotterpass unterwegs mitnehmen werden. Und es gibt da so manchen Schotterpass, der braucht für mich bei all dem überwältigenden Panorama einfach epische Musik. Los geht's. Herrlich, einfach herrlich. Ich kann euch sagen, wenn das schon so beginnt mit dem Vorgeplänkel des ACT Pyrenäen, was soll da noch alles auf uns kommen die nächsten Tage? Ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall riesig. Den nächsten Tag surfen wir noch durch Südfrankreich entlang auf unseren Motorrädern, folgen einfach unserem Vorderrad und unserer Nase. Immer weiter Richtung Süden, hinter Barcelona, wo sich irgendwo der Start des ACT Pyrenäen befindet. Thank you.
Mittlerweile haben wir die Grenze zu Spanien passiert, gondeln noch ein wenig am Meer entlang und erreichen schließlich die Stadt Roses, mitten am Meer gelegen, und beziehen dort unser Hotel. Jawohl. Das kannst du vorher einstellen. Genau. Bis 32 willst du. Genau, und das sind in etwa gute 2 Bar sind das für den Vorderradreifen jetzt bei 21 Zoll. Und jetzt checken wir noch den Hinterradreifen. Wir sind das erste Mal auf Schotter gekommen, auf dem DCT, und ich bin voller Erwartung, was für Strecken uns hier erwarten werden. Wir fahren hier gerade durch Olivenhaine, gut fahrbare Strecke mit kleinen Hügeln drin, wo es einmal aus dem Sitz rauswirft. Also alles im Rahmen, macht Spaß. Jetzt habe ich hier eine Abzweigung drin. Prinzipiell kann man sagen, ein ACT ist wie für eine Reise Enduro geschaffen, und genauso wurde er auch vom ACT-Verein konzipiert. Die Strecken haben abschnittsweise durchaus ihren Anspruch, aber sie sind im Großen und Ganzen gut machbar und machen wirklich eine Menge Spaß. Ich weiß nicht, ob wir die heutige Etappe noch schaffen. Unser Hotel ist noch volle 180 Meter von uns entfernt. Und ich muss gerade meine letzten Kräfte mobilisieren, um das zu schaffen. Can Falera. Hostal Falera. Geschafft! Was ein geiler Tag heute. Der Wolf und ich haben heute den ersten ACT-Tag hinter uns und wir sind etwas hungrig. Es ist 6:30, aber 6:30 ist noch Siesta hier, da kriegst du höchstens ein Bier. Abendessen gibt es erst, wie viel Uhr? 7:30. 7:30 Uhr? Ist das nicht spät? Ich weiß nicht, wann essen die in Österreich zu Abend? Sechs. Um 6. Also wie wir auch. Gut, jetzt gehen wir halt erst noch sowas trinken und dann gucken wir mal, wo wir was zu essen bekommen. Ja.
Panache. Prost. Prost. Jeha! Das war also der erste Tag des ACT Pyrenäen und ist ein wunderbarer, angenehmer Einstieg gewesen. Genauso wird es die nächsten Tage weitergehen. Ein guter Mix aus Schotter und Asphalt. Ich werde jetzt im folgenden Video nicht jeden Tag einzeln durchexerzieren, sondern wir werden das überfliegen und ihr bekommt all die wichtigen Impressionen, wie so ein ACT Pyrenäen aussieht. 7.30 Uhr Frühstück, 7.58 Uhr Pferdesatteln. Also wir liegen doch hervorragend an Zeit, oder? So ist es. Jetzt geht's los. Herrlich. Gleich zu Beginn heute früh. Schon nach 7-8 Kilometern geht's erst auf die erste Schotterstraße hier und man hat hier echt grandiose Aussicht von hier oben. Solche Schotterstraßen mag ich, wo man nicht nur durch so einen grünen Tunnel fährt, sondern auch eine Aussicht noch hat. Da geht mir das Herz auf. So, endlich mal ein paar Regentropfen vom Himmel. Immer diese verfluchte Sonne, ich hab's schon nicht mehr ausgehalten. Dieses fortwährend gute Wetter, das hält's ja nicht aus. Oh, kleine Kälble. Oh, langsam. Also für Tiere bremse ich, für den ganzen Rest eigentlich nicht. Jetzt werden die Regentropfen langsam dicker. Ich glaube, wir kommen gleich in einen richtig kräftigen Schauer rein. Und hier gibt es auch natürlich nichts zum Unterstellen. Da muss man jetzt halt einfach durch. Echt? Oh, Hagelkörner. Hagelkörner kommen jetzt runter. Und ich wollte sagen, ich bin echt froh, dass ich einen Laminatanzug habe. Ja, lauter kleine Hagelkörnerchen kommen runter. Ordentlich eingesetzt und die Waldwege laufen hier ordentlich mit Wasser voll. Ich könnte jetzt sagen, ich finde das alles ist eine Katastrophe, aber selbst das hat seinen Unterhaltungswert und macht irgendwie Spaß. Und wenn du meinst, der Regen kann noch nicht viel stärker werden, dann öffnet der Himmel so richtig seine Pforten. Aber wie das immer so ist, auf Regenwetter folgt stets prächtigstes Sonnenwetter und hinter Andorra beginnt der Schmugglerpfad, wirklich einer der coolsten Abschnitte des gesamten ACT Pyrenäen.
So, dritter Tag. Wir haben noch Vormittag, Beginn vom ACT, kurz nach Andorra. Und ich muss sagen, was sagst du den Strecken bisher? Sensationell. Sensationell. Sowohl von der Landschaft, auch immer wieder Wildpferde, also cool. Das ist unsere irische Reisegruppe treffen wir. Unsere Iren, die kommen auch andauernd. Da kommen sie alle wieder. Wieso biegen die dort unten dahin ab? Also durch die Ortschaft fahren, ne? Die fahren durch die Ortschaft. Ja. Ah, da hat es einen Kaffee oder einen Irish Pub hat dort wahrscheinlich. Also vor allem sind die Strecken heute, muss ich sagen, gestern waren das überwiegend so mehr Forstwege. Es war zwar zwischendurch so ein bisschen tricky, aber heute wird es eben auch technisch. Bisschen technisch. Also für eine Reiseenduro wird es auch ein bisschen technisch. Ja, absolut. Wir haben matschig heute, das Erdreich ist noch nass und komplett aufgeweicht vom gestrigen Regentag. Mhm. Und das macht es immer für mich halt schon auch spannend. Absolut. Ja. Du musst immer ein bisschen konzentriert sein. Die richtige Spur wählen hin und wieder. Also da hast du oft doch einiges an Auswahl und wenn du in der falschen bist, hast du dann vielleicht auch ein bisschen Stress. Wolf, was hast du denn da zu essen bestellt? Zwei Stück Tapas. Ja, okay. Die Pausen nicht zu lang sind. Ne? Ja, ich habe schon Angst, was dem jetzt natürlich noch Kaffee auch noch bestellt. Ja, also das wollte ich danach eigentlich schon noch. Ja? Mhm. Also wenn ich ja vorher nicht geblinkt hätte und gehupt, wir hätten hier gar nicht angehalten, wir wären hier alles wieder durchgefahren. Wir sind ja noch nicht lange unterwegs, ja. Es ist 13 Uhr. Oder? Ja, genau, also bis 16 Uhr wird mindestens durchgefahren. Genau, wir sind ja am Eckfrühstück, oder? Also in der Regel bin ich es gewohnt, dass ich der Erste bin, der fertig ist, aber ja, wenn ihr mit dem Wolf unterwegs seid, der steht, ich glaube, der geht mit Helm ins Bett und steht mit Helm auch wieder auf. Nein. Okay, irgendwie der Kaffee und gute Croissant oder so muss ja auch so gehen, gell? Genau. Okay, los geht's für heute. So, es geht los. Endlich. Oha, die ist ein bisschen tricky. Tricky. Oh, da wird's matschig. Schlammig. Hier ist ein Abschnitt, der erfordert etwas Tempo, etwas Zug. Eine Mischung aus nachgebendem Erdreich und Gestein. Das macht es auch interessant. Es sind dann immer wieder neue, kleine und feine andere Nuancen wie Standardschotter. So, grob geschottert ums Eck. Was für eine Landschaft, was für ein Wetter. Die Sonne. Neben all den schönen Erlebnissen und den kleinen Abenteuern findet jede Tour dann einmal ihr Ende. Unsere endet am Atlantik. Viele erlebnisreiche Kilometer der letzten Tage liegen hinter uns. Der ACT Pyrenäen ist ein Fahrerlebnis für all jene, die ihre Reise-Enduro ihrer Bauart entsprechend bewegen möchten und dabei Staub, Dreck und Schlamm nicht scheuen, genauso wie das Risiko selber in diesem landen zu können. Zu einem noch größeren Spaß wird das Ganze, wenn man mit einem guten Freund oder Freunden unterwegs ist und das Erlebte teilen kann. An dieser Stelle vielen Dank an Wolf für die Kameradschaft und das gemeinsame Schotterpflügen. Euch allen anderen da draußen habt Spaß, Freude und Biss an den Dingen, die euch antreiben. Die Welt gehört den Mutigen. Allzeit gute und sichere Fahrt.